Ja, verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, ich könnte jetzt hier zum 300. Mal anprangern, wie desolat unsere Verkehrsinfrastruktur ist und viele Statistiken zitieren und Milliarden fordern. Das haben wir aber schon oft genug gemacht. Das werde ich jetzt hier heute nicht tun. Und ja, Herr Kollege Rasche, es mag sein, dass man in den Niederlanden die Gigaliner als Ökoliner bezeichnet, aber das könnte ja von Ökologie kommen. Dem ist nicht der Fall, denn die kommen natürlich mit der Umweltbilanz weder an die Bahn noch an das Schiff heran. Sie könnte aber auch von Ökonomie kommen. Und da vielleicht auf eine kleine Gruppe, nämlich die Betreiber bezogen, könnte der Bezeichnung ja richtig sein. Aber insgesamt rechnet man die zusätzlichen Kosten für den Erhalt von Straßen und Brücken, die die Gigaliner verursachen, dann wird es für die Volkswirtschaft vielleicht nicht mehr so ökonomisch. Ja, und es geht nicht nur um die Bundesregierung, und die Union mit ihrer durchschaubaren Interessenpolitik, sondern ich muss alle Parlamentarier anklagen, die jahrzehntelang den bequemeren Weg des Augen zu und durch nach mir beziehungsweise nach Ende der Legislatur die Sintflut oder Verkehr, das ist stinkender CO2-Verursacher, davon wollen wir am besten gar nichts haben, die dies alles gemacht haben, die Politik, die kann ich anklagen. Nein, unsere Verkehrswege. Und ich denke, da weiß Gott nicht nur an die seit den 30er Jahren umschwärmte Autopower der Deutschen. Unser Verkehr ist das lebensnotwendige Kreislaufsystem unserer Industrienation. Wäre das anders, stünde unsere Industrie in ökologisch, biologisch, dynamischen, rheinischen Urwäldern. Klartext, wir brauchen funktionsfähige Verkehrswege, um unseren Wohlstand zu erhalten. Ja, bei allen typischen deutschen Gejammerer, wir leben noch vergleichsweise komfortabler hier. Aber dafür brauchen wir eben auch unsere liebgewonnenen und teuren Brücken. Generationen von Politikern haben es gezielt verschlafen, Rücklagen für Wartung und Ersatz anzulegen. Jeder Autofahrer kennt das Problem. Wenn seine Kiste in die Jahre kommt, wird jeder Werkstattbesuch zum Opfergang und der TÜV hängt, wie ein Damoklesschwert, eben auch über den Autobesitzern und genauso über uns Brückenbesitzern. Ja, es sind unsere Brücken. Und das sage ich eben bewusst auch den Zuschauern auf der Tribüne und im Stream. Sie gehören uns allen und Steuerzahlern. Und das soll auch so bleiben. Wir wollen nicht zurück ins Mittelalter mit Wegezoll oder Maut an jeder Ecke, elektronisch mit Datensammelwut oder wie auch immer. Dieser Vorwurf der verkehrspolitischen Vogel-Strauß-Politik geht gezielt an Berlin, ja auch an Bonn, so weit zurück. So blöd ist kein Techniker, Planer und Ingenieur, und dass er es nicht vorausgesehen hätte oder berechnet hätte, wann der Verkehrsinfarkt infolge Veraltung des Materials einsetzen würde. Klar, ich kann die Klappe gut aufreißen, denn ich trage erst seit kurzer Zeit die Verantwortung für das Land. Aber auch ich trage Schuld, nämlich als Wähler. Die Piraten konnte ich ja erst seit 2009 wählen. Wie kommen wir dann aus diesem Infrastrukturschlamassel heraus? Die DERE-Kommission hat unwiderleglich nachgewiesen, wie viele Milliarden wir locker machen müssen für unsere existenzsichernde Infrastruktur, eben nicht nur für die Rettung und Dividenden von Bankaktionären. Nachdenken ist hier erlaubt, werte Kollegen. Berlin entscheidet in letzter Konsequenz, wie viel uns die Rettung unserer Verkehrsinfrastruktur wert sein darf. De facto haben wir
ja, in NRW eine Gigakoalition. Schwarz-Rot-Grünlich. Minister Grosselczek rührt die Trommel der NRW-Empörung, der weil sein Kollege Partei, der weil sein Parteikollege Gabriel in Berlin in eine gefährlich andere Richtung arbeitet. Leider nicht nur in Verkehrsfragen. Wie auch sonst erbuckelt man sich das vollste Vertrauen der Kanzlerin. Wir brauchen eine wirklich demokratische, transparente Politik, gerade im Bereich des Verkehrswegebaus. Denken Sie an die Milliarden, die dort bewegt werden. Kein Wunder, wie dort Begehrlichkeiten wunderschöne, bedrückende Sumpfblüten treiben. Das ist aber ein anderes Thema. Demnächst hier in diesem hochnoblen Theater. Vielen Dank.